So, heute mal ein Unboxing-Video vom Shop von Dark Dan. Vielleicht kennt der eine oder andere den YouTuber auch mit Spinnen unterwegs. Ich verlinke euch den Shop und den Kanal unten in der Videobeschreibung. Und zwar suche ich ja seit längerem nach guten Acrylterrarien, deswegen testen wir die hier aus. So, ich habe natürlich mein Unboxing-Messer dabei. Deswegen gucken wir rein, es sind zwei verschiedene Größen. Ich bin echt gespannt, weil ich suche nach Terrarien, die man nach vorne aufmachen kann. Aha, sind sie schon zusammengebaut? Guck an, ich muss sie nicht mehr zusammenbauen. Das ist ja praktisch. Teilweise besser verpackt, als wenn du eine Spinnenlieferung kriegst. So, ein Terrarium ist eigentlich schon vergeben, und zwar an meine Caribena Visicolor, weil sie oben am Eck, ich stelle sie mal weg, am Eck oben zugesponnen hat und das Terrarium, was ich für sie genommen habe, geht nach oben auf. Das heißt, jedes Mal, wenn ich füttere, müsste ich ihr Gespinst zerstören. Und ja, packen wir das mal aus. Packen wir das mal aus. Ja, was? Ich brauche ein Messer. Ich brauche einfach ein Messer. So. Und nochmal eingepackt. Aber gute Idee mit diesen Ecken. So, noch eine Folie drauf. Da ist noch eine Folie drauf. Oh, ich hasse so Folien. Aber gut, schützt. Und man sieht hier schon, Gott, ist da innen auch eine Folie drauf. Das ist ja gemein. Wie ihr seht. Und auch steckbar. Komm, wir wuzeln das mal runter hier. Ich hasse diese Folien. Come on. Fix nicht auf. What the heck? Ich sehe ja die Folie. So, man sieht es hier schon reingestrahlt, aber ich hoffe, das wird schöner, wenn man die Folie runter hat. Falls man die Folie jemals runter hat. Hier mit der Spinne. Ernsthaft, jetzt fällt das schon auseinander. Gut, den brauchen wir nur wieder reinkleben. So, ja, schade, dass das jetzt schon rausgefallen ist. Aber gut, kann man reinkleben. Können wir gleich machen. Schreckt mich, ne? Gut, klebt sich ja von selbst. Der Vorteil bei diesen Dingern,
die sind steckbar. Mal gucken, ob hier auch das schon rausfällt. Ich bin jetzt gespannt, ob das hier auch rausfällt. Ja, hier fällt es auch raus. Das finde ich schade. Das finde ich schade, dass das jetzt schon rausfällt. Aber gut, das ist was, was man fixen kann. Sehr schade, weil du versaust dir ja auch hier irgendwie das Ganze, weil du ja hier mit dem Superkleber rumtust. Man sieht, es ist schon verschmiert mit Superkleber. Also, ist schade, das ist schade. Aber im Groben und Ganzen sind diese Systeme steckbar. Also man kann sie stapeln. Und die Qualität. Okay, man darf nicht vergessen, die Terrarium kosten jetzt nichts. Also nichts ist jetzt gelogen, aber die sind relativ günstig, die Terrarium. Und ich glaube, dass die ziemlich gut geeignet sind für kleinere Springspinnen. Dafür habe ich ja die. Die werden wir auch aufmachen. Diese kleinen. Hier ist auf der Seite das Logo drauf. Auch seitlich zum Aufmachen. Also ihr wisst Bescheid, da kommt was auf uns noch zu. Ich möchte ja noch ein paar Springspinnen bestellen. Beziehungsweise schauen, dass ich kriege, die ich dann hier in die Höhe ziehe. Ich glaube, das sind die perfekten Aufzuchtterrarien. Ja, jetzt werde ich noch die Karibena umsiedeln, wenn der Superkleber trocken ist. Das heißt, das Video werde ich dann im Anschließend machen. Ich lasse das jetzt noch einen halben Tag trocknen. Schade, ich hätte das gleich anschließend machen wollen, aber gut, ist jetzt nun mal so. Und ja, dann bis gleich. So, ich habe mal überall das Plastik runtergefriemelt und ich bin da bei den ganzen kleinen Terrarien sicher eine Stunde gesessen. Mein Fingernagel tut weh. Und es ist ein Haufen Müll zusammengekommen. Also wirklich richtig, richtig viel. Sie halten das Wasser, ich habe es ausgetestet. Das heißt, das Wasser rinnt nicht unten raus. Was mir bei diesen hier immer so ein bisschen stört, dass wenn du ein bisschen reinsprühst, dass unten sofort das Wasser raus saftelt. Und hier guckt mal, wie sich hier die kleine Spinne schon eingesponnen hat. Der hat richtig Gas gegeben. Ich musste bei allen, wirklich bei jedem einzelnen, musste ich den Magneten wieder ankleben. Ist schon ein bisschen ärgerlich. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Magneten sitzen nicht gerade drin. Trotz alledem halten diese Magneten wirklich sehr gut. Was ich empfehlen sollte, ist die Terrarien auszuspülen. Hier sind lauter kleine Plastikpartikel drinnen. Ich nehme an, das ist vom Lochbohren und vom Logostrahlen. Also da ist wirklich richtig so viel kleines, feines Plastikzeug drin. Also wirklich ausspülen. Wenn ihr den Magneten mit Superkleber anklebt, lasst ihn mindestens einen Tag trocknen oder einen halben Tag, bis er nicht mehr riecht. Das kann eure Spinne vergiften. Bei den großen auch wirklich, also man muss hier wirklich schon Kraft anwenden, dass das aufgeht. Von der Größe her würde ich jetzt sagen, für eine Springspinne grenzwertig.
Also es ist schon grenzwertig, man kann natürlich die Springspinne darin halten, wenn ihr eine kleinere Sorte habt, so wie mein Willi, der hat nur 1,5 cm, würde ich sagen, ja okay, kann man machen. Aber Springspinnen, wie zum Beispiel die Dominikanischen, die ich habe, wo das Männchen jetzt schon 2,5 cm groß ist, ist es grenzwertig. Würde funktionieren. Ich selbst möchte es nicht in so einem kleinen Terrarium halten. Würde aber gehen. An sich die Qualität ist jetzt nicht, was soll ich sagen, sie ist nicht schlechte Qualität. Jetzt aber auch nicht ultra. Gut, man darf nicht vergessen, das Terrarium hier kostet 15 Euro. Die kosten, glaube ich, 6 Euro. Deswegen vertretbar. Würde ich die wieder kaufen? Ja. Also hier ein eindeutiges Ja. Alleine schon diese Frontöffnung macht vieles leichter. Und für den Preis unschlagbar. Leider sind die halt immer vergriffen. Also ich hatte wirklich Glück, dass ich hier ein paar gekriegt habe. Ich werde aber weiter versuchen. Ich werde hier noch ein paar weitere bestellen, weil ich denke, für die Springspinnen anfangs wird das ganz gut funktionieren. Auch dieses Stapelprinzip finde ich eigentlich jetzt nicht schlecht. Wenn man es natürlich richtig in der Hand hat. Das ist das Stapelprinzip. Also man kann sie wirklich gut übereinander stapeln. Problematisch ist es bei den seitwärts. Seitwärts funktioniert es nicht, weil sie hier diese Ausbuchtung vom Magnet haben. Aber ja, die finden auf jeden Fall Verwendung. Und weil wir schon bei Verwendung sind, habe ich ja schon eines vorbereitet. Natürlich muss jetzt natürlich der Acker ausgehen beim Übersiedeln. Auf jeden Fall hier diese Dinger hier, wo ich ja die Karibiner drinnen hatte. Es war ein bisschen unpraktisch mit dem nach oben öffnen. Hier die Springspinnen spinnen ein kleines Netz, was sich eigentlich schön ausgegangen ist. Im Eck oben, aber hier die Karibiner hat halt wirklich bis hier runter gesponnen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das Deckelchen geöffnet habe, musste ich das Netz zerreißen. Was ich hoffe, dass ich hiermit jetzt vermeiden kann. Vorausgesetzt natürlich, dass sie da hinten ihr Netz spinnt. Würde ich die Terrarien wieder kaufen? Ja, auf jeden Fall. Also wie hier, wie ich vorher schon gesagt habe, klare Kaufempfehlung für die. Ja, das Design da unten kann man, wenn es nicht wäre, würde es mich auch nicht stören. Ist halt das Logo von Dark Dan. Kann man machen. Ja, also wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass ihr solche Terrarien kriegt für eure kleineren Spinnen, holt euch die. Für 15 Euro absolut in Ordnung. Ja, also meine Karibiner muss sich jetzt ein neues Netz spinnen. Es tut mir auch leid, mein Zwergau, aber zukünftig sollte ich das Netz beim Füttern nicht mehr kaputt machen. Auch hier die Cross-Ventilation finde ich gut angeordnet. Man könnte natürlich, wenn man sagt, man möchte es ein bisschen mehr haben, vielleicht da unten noch ein paar kleine reinbohren. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr zum Sagen zu diesen Dingen. Ich bin ja immer auf der Suche hier so nach der perfekten Zwischenlösung für kleinere Tiere. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut, hat natürlich auch den Nachteil, dass die Klappe nach oben zum Aufmachen ist.
Aber der Nachteil bei diesen Dingen hier, die gibt es hier bei Amazon für ein paar Euro, man könnte natürlich hier unten eine Silikonnaht ziehen, weil ich denke, wenn es einmal zusammengebaut ist, nimmt man es sowieso nicht mehr auseinander. Das wird mit Gummiringen zusammengehalten. Ja, ist halt so ein China-Produkt. Und kann man auch nehmen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, bevor ich mir in Zukunft die hier wieder kaufe, werde ich mir die hier kaufen. Und womöglich hier die kleineren Springspinnen drinnen halten. Nachteil ist einfach, dass der Magnet wirklich bei allen rausgefallen ist, aber das ist schnell gefixt. Ansonsten gibt es nicht viel darüber zum Erzählen. Ist halt ein Acrylterrarium, die eigentlich sehr solide sind. Mal gucken, ob sie auch so lange halten. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.